Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem wunderschönen neuen Video mit eurem Xaug und der lieben Xiali. Oha, was? Hätte ich die Spanne erschlagen. Was wolltest du machen? Achso. Genau, heute meine lieben Freunde, man sieht es ein bisschen, du hast ein neues Merch an, ich habe ein altes Merch an und wir haben noch ein paar wunderschöne Sachen bestellt. Erstens, um die euch mal zu zeigen, was wir so haben und natürlich auch für uns selber, weil wir ein paar Sachen haben wollen. Das hier ist meins. Alle lieben Klopapier. Klopapier bzw. Xaurock. Genau. Ja, und wir haben ein bisschen neues Zeug geholt. Und zwar einmal wollte ich eine neue Tasche. Ihr kennt ja meine Tasche, also manche zumindest, vor allem die auf Fan-Treffen waren. Und ich habe mir jetzt eine neue Fan-Treffen-Tasche geholt. Was ich nicht ein bisschen bedacht habe, ist, dass Amy etwas dunkel ist. Ich hätte vielleicht ein weißes nehmen sollen und nicht das dunkle. Also von nahen sieht man sie, aber die geht echt und deine Haare auch gehen so ein bisschen unter, genau. In Schwarz. Wobei es oben ein bisschen geht, ne? Das kann man vielleicht nur noch sagen, okay, aber die Amy geht echt unter. Auf jeden Fall ist das Chibi Xaoko, Chibi Xiali, sehen wir gleich noch mal ein bisschen deutlicher. Der Leo und die Amy und wir sind das Dream Team. Und die Tasche ist echt cool. Also ich habe die Tasche zwar immer ein bisschen registriert von denen, aber nie so wirklich mir genauer angeschaut. Und als ich die gesehen habe, dass man die erstens so aufmachen kann, ja, und hier dann noch zusätzliche Taschen hat, habe ich gedacht, hey, das ist ja voll cool für so Kleinigkeiten. Also ich, vor allem, wenn ich auf Fan-Treffen gehe, dass ich dann hier zum Beispiel, keine Ahnung, Autogrammkarten, Akku, Stifte, das ist wirklich mega, mega nice. Hier haben wir noch eine große Tasche, die dann auch wirklich tief runter geht und natürlich hier in der Mitte noch eine große Tasche. Also das ist wirklich cool. Das auch, das genau, da haben wir innen noch eine kleine Tasche für Stift oder so zum Beispiel. Oh, genau. Und ja, und das, wenn einen das hier zum Beispiel mal stört, wenn man sagt, jetzt mache ich ein Vorstellungsgespräch, ich möchte aber das hier nicht zeigen. Tada! Dann hat man das einfach ab und dann hat man eine, ja, eine schöne Tasche ohne Logo. Zum Beispiel, wenn man ja auch witzig zu einem anderen YouTuber geht oder so. Ja, genau. Ja, genau. Das ist ja eine lustige Idee, das habe ich noch nie gesehen. Ja, das ist wirklich geil, gell? Die gibt es auch in weiß, beziehungsweise das ist schwarz und das ist weiß. Also wenn ihr wirklich sagt, das Dream Team möchte ich drauf haben, dann empfehle ich euch vielleicht das Weiße zu nehmen, weil dann ist die Amy auch nicht so dunkel. Stimmt, wenn ihr jetzt aber nur den Leo nehmt, dann taugt das eigentlich, weil den sieht man ziemlich gut. Ja, das würde passen, genau. Dann habe ich mir eine Xaokiana-Tasse geholt in Kobaltblau ist das jetzt, falls ihr euch die auch holen wollt. Dieses Babyblau, was ich meistens immer benutze für die Schrift, das gab es leider nicht als Tassenfarbe. Das ist aber auch das Dream Team. Genau, das ist auch das Dream Team, da erkennt man es nochmal ein bisschen besser. Und die ist auch glasiert, also auch sollte spülmaschinenfest sein, steht zumindest hier unten drauf, dishwasher proof. Also ich gehe mal stark davon aus, dass das hält, aber nicht hundertprozentig, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. So. Dann. Oh, ich weiß, was da drin ist. Soll ich es anziehen? Ja, zieh mal an. Okay. Eine wunderschöne Kochschürze. Ja. Weil wir kochen ja gerne. Und dann haben wir gedacht, eigentlich bräuchten wir mal eine Kochschürze, weil wir haben nämlich keine. Die ist aber ganz schön groß. Schau mal, bis wohin. Die ist groß, ja. Da sind auch Hosen geschürzt, ja. Also wenn man eine weiße Hose beim Weihnachtsessen anhat, dann ist man mit der Schürze gut geschützt. Ja, aber die passt für dich jetzt gerade. Lass mich die mal anziehen. Weißt du, wo die bei mir hängt? Da schützt die nichts mehr. Was? Da schützt die nichts mehr, wenn ich die anziehe. Echt? Zeig ich dir gleich, Leute. Jetzt bin ich gespannt. Dieses Ding hier ist so lang, dass das irgendwo da unten hängt. Das schützt ja tatsächlich. Gut, bei dir hängt es auch, oder? Gut, du könntest das mit Sicherheitsnadeln hochdingen. Ja, das würde natürlich gehen. Und schau, die fast bis zum Boden. Das ist auch voll geil. Es ist eine richtige Kochschürze. Schau, das Band ist auch zu weit unten. Das müsste eigentlich hier oben sein. Ich bin zu klein. Das ist halt so cool. Eine richtige Kochschürze. Ja. Dream Team. Das sieht auch darauf richtig cool aus. Also das ist wirklich sehr schön. Ja, da sieht man auch die Haare, weil das richtig schwarz ist. Ja, also das sieht richtig schön aus. Bei der Tasche ist ja so ein Grau. Ja. Genau. Und ein sehr schönes T-Shirt. Genau, dieses T-Shirt, was ich jetzt hier anhabe, das ist eine Nummer zu groß für mich. Nicht wundern, deswegen wird das so das hinten ein bisschen länger. Und da sind unsere drei Klopapiere drauf. Ja, ich sehe nichts, ich höre nichts, ich sag nichts. Genau, das kriegt meine Schwester jetzt zu Weihnachten. Mal schauen, ob es ihr taugt. Ja. Diese Idee hatte Xialin gehabt. Das fand ich nämlich voll cool. Ja. Und dann habe ich gedacht, das ist ja mega geil, das müssen wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, das hole ich mir vielleicht auch irgendwann. Ich finde das ganz witzig, so mit dem längeren da hinten, so für zu Hause. Nur eine Nummer kleiner, das ist mir zu groß. Ja, nee, es ist wirklich ein sehr schönes
Teil. Ich mag das Motiv. Ja. Sieht man es dann, das Motiv? Ja, das sieht man sehr gut. Ja. Schick. Ist wirklich, wirklich cool. Also das würde ich auch für draußen auf jeden Fall zum Einkaufen oder sonst wo anziehen, weil das einfach so in so ein Klassiker ist, so mit diesen... Oder schlechtes Model. Ach, mit dem Sonnenlicht, das sieht echt toll aus, ja. Das ist unser Merch. Wunderschön. Ganz, ganz tolles Zeug. Kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr Lust habt, unten in der Beschreibung ist ein Link, wo ihr nachschauen könnt und draufklicken, dann kommt ihr auf die Merch-Seite, könnt ihr euch einfach mal ein bisschen durchstöbern, durchschauen, ein bisschen bummeln und vielleicht findet ihr ja was. Ja, genau. Das ist eigentlich schon alles. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal sagen, was euch von den allen am besten gefallen hat. Wenn jemand sogar Motivideen hat, könnt ihr das auch schreiben, weil wir immer ein bisschen am Überlegen sind, am Suchen sind. Dann könnt ihr einfach mal schreiben, Xauk, ich habe eine coole Idee. Vielleicht kannst du da ja was draus machen. Vielleicht hast du ja eine Idee, wie man das umsetzen kann. Genau. Ja. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Dann, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sage tschüss.